willkommen zu einem neuen sehr romantischen Video. Valentinstag steht ja vor der Tür und für mich und Olli ist das ein sehr besonderer Valentinstag, weil es der erste ist, seit wir uns verlobt haben. Und ich habe mir dann so drei kreative und richtig coole Überraschungen überlegt, mit denen man seiner Liebsten oder seinem Liebsten eine Freude machen kann. Und ihr werdet auch sehen, wie einfach es ist und hoffentlich kann ich euch dann auch damit inspirieren, so etwas öfters zu machen. Das kann man natürlich auch außerhalb von Valentinstag tun. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video und los geht's! Als erste super romantische Überraschung kann ich euch so ein Indoor-Picknick empfehlen. Draußen ist es ja gerade ein bisschen zu kalt für Picknicks. Außerdem hat es eine besondere Bedeutung für Olli und mich, da Olli mir ja auch bei einem Picknick den Heiratsantrag gemacht hat. Und das habe ich hier so nachgestellt. Dazu braucht ihr einfach nur eine Ecke, die ihr gemütlich einrichtet mit Kissen, einer Decke oder einem Teppich drunter und so ein bisschen Deko. So ein paar Rosenblätter könnt ihr auch verteilen, ist auch immer sehr, sehr schön. Und außerdem braucht ihr natürlich auch was zu essen. Bei unserem Verlobungspicknick gab es damals vegetarisches Sushi, deswegen habe ich das wieder geholt und ein bisschen Obst so zum Naschen. Außerdem habe ich uns noch eine Flasche Sekt kaltgestellt. Olli und ich trinken hier wirklich super selten mal Alkohol, aber einfach so zu besonderen Anlässen stoßen wir gern mit einem Gläschen an und so damals ja auch direkt nach dem Antrag. Und für alle über 18 habe ich noch einen besonderen Geschenktipp. Beim Kauf einer Flasche Rotkäppchen-Sekt könnt ihr solche personalisierten Etiketten dazu bekommen. Ich habe mich jetzt für immer zusammen entschieden, weil das auch in meinen Ring eingraviert ist. Und unter dem Motto Sag's mit Rotkäppchen von Herzen könnt ihr dann eben zwei solcher Etiketten bekommen. Auf rotkäppchen.de findet ihr die Aktion. Ich verlinke euch das auch nochmal unten. Ihr könnt das dann online gestalten, müsst nur noch den Bon hochladen und dann bekommt ihr innerhalb von 2 bis 3 Wochen die Etiketten nach Hause geschickt. Da das für Valentinstag nicht mehr reicht, keine Sorge, bis zum 31.05. läuft das Ganze noch. Das heißt, ihr habt noch genügend Anlässe wie Muttertag, Geburtstage und so weiter, um das Ganze zu machen. Und schon ist das schöne romantische Indoor-Picknick fertig und Olli und ich haben das sehr genossen. Noch als Tipp, ihr könnt dann sehr gut romantische Musik zum Beispiel über Spotify oder so laufen lassen. Gebt einfach Romantic ein als Playlist. Do it all for you. Die nächste schöne Idee sind diese Luftballons mit gemeinsamen Fotos von euch und das geht auch super einfach und ist auch eine sehr romantische und kreative Idee. Ihr braucht natürlich gemeinsame Bilder, die könnt ihr einfach ausdrucken oder natürlich, wenn ihr schon welche habt, die einfach nehmen. Ich habe meine dann noch ausgeschnitten und so ein Band braucht ihr noch bei den Luftballons, die ich euch gleich zeige, war das dabei. Dann macht ihr ein kleines Loch an die Seite der Bilder und fädelt den Faden durch. Für die Ballons braucht ihr natürlich Helium. Ich weiß, das klingt echt kompliziert, aber ich habe das Ganze einfach auf Amazon gekauft, genauso wie diese Luftballons und es war wirklich super unkompliziert und auch gar nicht so teuer für so eine schöne Valentinstagsüberraschung. Ihr müsst die Flasche nur aufdrehen, dann das drüber stülpen, festhalten, dass es natürlich nicht an der Seite rausgeht und wenn ihr das Ventil abknickt, dann blasen sich die Ballons auch direkt auf und es geht wirklich super schnell und einfach, also das kann wirklich jeder. Und dann kommt nur noch die Schnur drumherum und schon ist eure Herzchenwolke sozusagen fertig. Ich habe das bei uns im Wohnzimmer dann gemacht, weil es eine tiefe Decke hat und ich finde, es sieht einfach super schön aus. Das ist eine sehr, sehr süße Überraschung. Eine weitere Idee, die auch super als Last Minute gedacht ist, ist dieses Post-it-Herz mit ganz vielen schönen Dingen, die ihr eurem Liebsten oder eurer Liebsten mal sagen wolltet. Da überlegt ihr euch einfach ganz viele Sprüche und schreibt die auf ein Post-it und dann sucht ihr euch eine Stelle, an der dann euer Schatz vorbeigeht, zum Beispiel der Badezimmerspiegel oder die Wand neben dem Bett oder so, irgendwo, wo es dann die Person überraschen könnte. Und wenn ihr dann das Herz aufgeklebt habt, dann müsst ihr natürlich nur noch warten, bis derjenige das entdeckt und das ist wirklich eine sehr süße Idee, die man auch schnell machen kann und dem man der anderen Person eine große Freude macht. Schreibt mir in die Kommentare jetzt, welches der drei Überraschungen ihr am besten fandet und hinterlasst mir natürlich einen Daumen hoch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann weiß ich Bescheid. Außerdem, beim letzten Video könnt ihr auch vorbeigucken. Da habe ich etwas seltsame und neue Beauty-Innovationen für euch getestet. Außerdem habe ich noch Drogerieneuheiten für euch. Das findet ihr auch wie immer in der Infobox und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.